So, ich würde jetzt sagen, das waren jetzt alle Punkte. Gehen wir weiter im Speziellen zu dem Thema Content Marketing, was ja auch gefragt worden ist. Content Marketing kann man auf ganz verschiedene Art und Weise machen. Eben heutzutage passiert das Ganze auch viel, ist auch im Trend mit den ganzen Sachen wie Social Media, also auf Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube oder wo auch immer. Also durch Social Media bietet man einfach den Kunden oder den danach eben nicht sofort Kunden, sondern den Followern oder der Community einen Mehrwert durch verschiedene Grafiken, durch Postings oder man nimmt sie einmal mit durch den typischen Arbeitsalltag, bekommt Einblicke quasi in die Tätigkeit, in die Dienstleistung des Unternehmens oder des jeweiligen Selbstständigen, der dieses Social Media Profil betreibt, oder man macht eben auch liefert verschiedene Tipps, wie wir es jetzt auch eben machen durch unseren Livestream. Quasi man versucht auch immer wieder einen Mehrwert zu bieten auf Social Media und generell durch Content Marketing und sich auch eine gewisse Art auf verschiedenen Branchen und so weiter zu platzieren. Ein andere Form oder Medium von Content Marketing ist eben schon der angesprochene Corporate Blog. Also ganz klassisch auf der Unternehmenswebseite hat man einen Blog. Dazu, sei es jetzt wöchentlich oder monatlich, liefert man einen Beitrag an den Kunden oder an den User und beschreibt halt dort dann auch wieder verschiedene Inhalte, eben hoffentlich passend zum jeweiligen Thema des Unternehmens, zur jeweiligen Branche, zur jeweiligen Dienstleistung. Viele kennen ja auch das sogenannte Newsletter-Marketing, das ist ja auch eine Form von Content-Marketing. Dort gibt man halt auch einfach wieder einen Mehrwert den User in textlicher Form oder auch mit verschiedenen Grafiken. Dort haben wir dann auch wieder das E-Mail-Marketing im Besonderen drinnen, eben einfach auch wieder entweder textlich oder mit verschiedenen Grafiken. Wobei, das habe ich davor nicht angewähnt, E-Mail-Marketing ist ja auch heutzutage ein wenig hat sozusagen den Vorwurf durch, dass es nicht funktioniert oder auch eher den meisten Unternehmern nervt, weil das machen natürlich schon relativ viele und oft kennt man ja die ungewollten Spam-Mails, die sofort wieder im Papierkorb verschwinden. Eine weitere Möglichkeit und eine sehr moderne Möglichkeit ist es, mit E-Books Content-Marketing zu betreiben. Dort könnte man eben E-Books auch auf der Webseite oder im Newsletter zum Download anbieten, aber man kann eben auch kostenlos zum Beispiel auf verschiedene Plattformen wie Amazon das E-Book veröffentlichen und so einen Gratis-Content. Content-Marketing muss sogar nicht immer gratis sein, aber auch eventuell einen Gratis-Content einem potenziellen User, einem potenziellen Kunden zur Verfügung stellen. Das Ganze geht natürlich auch, wenn man den Mehrwert oder den Inhalt in sogenannter Videoform wiedergeben will, auch mit verschiedenen Online-Kursen. Da kann man auch wieder Aufgaben oder PDFs bereitstellen und so weiter. Dort gibt es ja auch inzwischen, glaube ich, verschiedene Plattformen oder man hat eben selbst eine Plattform und bietet es dort an. Ein Medium, was mit Content Marketing im Speziellen auch jetzt bei uns in Europa sehr bekannt worden ist, sind die Podcasts. Diese waren ja früher eher in Amerika sehr berühmt. Jetzt eben auch hier bei uns wirklich, habe ich auch gemerkt, in Europa beginnen viele mit einem Podcast, vor allem auch im deutschsprachigen Raum, mit einem Podcast, wo sie einfach Inhalte wieder und Tipps den potenziellen Kunden, verschiedenen Usern der Community eben liefern in Form einer Audio. Anbieter wären ja da Spotify oder Google Podcast oder zum Beispiel die Webseite SoundCloud, wo man seine Podcasts dann veröffentlichen kann. Und um jetzt nicht zu modern zu werden, Content Marketing im Speziellen
muss sich nicht immer online abspielen, sondern es gibt ja auch noch die Fachartikel. Natürlich der Fachartikel kann natürlich auch auf einer Badener Webseite oder auf einer Magazin online veröffentlicht werden, aber man kennt dies auch im Speziellen noch aus dem Print-Bereich. Ich bin ein Experte und schreibe jetzt einen Fachartikel für die ortsübliche Zeitung oder halt für ein Magazin zum Beispiel. Also prinzipiell kann man auch nicht immer alles digital oder online oder nur online Content-Marketing betreiben, sondern auch mit einer physischen Zeitschrift und auch, sagen wir mal, lokal auch, wenn man jetzt die lokalen Zeitungen sich dort speziell präsentieren und platzieren will. Genau. Daniel, ich glaube, das war's zum Thema Content-Marketing. Ja. Das habe ich vorbereitet. Super, perfekt. Danke für die Beantwortung dieser Frage. Ich glaube, das passende Wort, das du gesucht hast jetzt zum Schluss, war offline. Also genau. Es muss nicht immer alles online sein, sondern ja. Man darf auch in der heutigen Zeit noch Offline-Marketing betreiben. Genau. Vielleicht an dieser Stelle auch noch einmal der Hinweis, wenn Sie Fragen auch rund um das Thema Unternehmen gründen haben, Selbstständigkeit starten haben oder auch rund um das Thema Marketingunterstützung benötigen, dann hinterlassen Sie bitte einfach einen Kommentar mit Ihren Fragen. Besuchen unsere Webseite www.businessfragen.com oder werden Sie auch Teil unseres dreimonatigen Online-Lehrganges, so dass Sie es rausbringen, Gründen und Selbstständigkeit starten, wo wir Sie gemeinsam Schritt für Schritt in 3 Monaten begleiten, Ihr Unternehmen aufzubauen, Ihre Selbstständigkeit zu starten und so dann versuchen sicherzustellen, dass Sie zukünftig und erfolgreich in die Zukunft gehen.